OpenAI geht eine Partnerschaft mit Apple ein und räumt dem Tech-Giganten eine Rolle im Vorstand ein. Phil Schiller, Leiter des Apple App Store und ehemaliger Marketingchef, wird eine Beobachterposition einnehmen und ohne Stimmrecht an den Vorstandssitzungen teilnehmen. Diese Zusammenarbeit verschafft OpenAI einen bedeutenden Schritt in Richtung Hollywood, da das Unternehmen KI-Tools einführt, die die Produktion verändern können. Im Februar stellte OpenAI Sora vor, ein KI-Tool, das aus Textanweisungen hyperrealistische Videos erstellt. Beta-Tester nutzen Sora für Projekte und markieren damit die Erweiterung von OpenAI nach Hollywood. Die MPA und die Technologieunternehmen sind der Meinung, dass die derzeitigen Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums für KI ausreichen, während Gewerkschaften wie SAG-AFTRA und die Writers Guild of America neue Gesetze zum Schutz der Rechte ihrer Mitglieder anstreben.